Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Sehen Sie sich an, wie man Daten von einem Systemlaufwerk oder RAID Array, Startwind, StarNAS, VirtualNAS wiederherstellt. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Daten von einem RAID Array mit XFS-Dateisystem und einer virtuellen Maschine auf Basis des VMware Hypervisors wiederherstellen können. Dieses Video-Tutorial eignet sich auch für andere Arten des Aufbaus, virtuelle NAS, Hyper-V, KVM und so weiter. Bevor wir uns mit der Datenwiederherstellung befassen, lassen Sie uns kurz darüber sprechen, was Startwind SAN-NAS ist. Startwind SAN-NAS ist ein leistungsfähiges und praktisches Tool zur Erstellung und Verwaltung von NAS. Es erlaubt Ihnen, mehrere physische Datenträger zu einem einzigen Speicher zusammenzufassen, mit der Möglichkeit der Datensicherung und Replikation. Wie bei jeder anderen Hardware besteht jedoch auch bei den zuverlässigen Systemen das Risiko eines Datenverlusts aufgrund verschiedener Faktoren wie Hardwareausfällen, Betriebssystemfehlern oder menschliches Versagen. In diesem Video sehen wir uns an, wie man Daten von Startwind, SAN-NAS, VirtualNAS im Falle eines Datenverlustes oder einer Datenbeschädigung wiederherstellen kann. Ich zeige Ihnen die Schritte zur Wiederherstellung von Daten mit Hilfe spezieller Tools und Techniken. Wir werden auch wichtige Punkte zur Vermeidung von Datenverlusten und zur Erstellung von Sicherungskopien besprechen und Ihre Informationen zu schützen. Wie installiert und konfiguriert man Startwind SAN-NAS in VMware? Für die Installation laden Sie das ISO-Image des Startwind SAN-NAS Betriebssystems von der offiziellen Website herunter. Klicken Sie auf Download, füllen Sie das Formular aus und Sie erhalten einen Link zu Herunterladen des ISO-Image des Systems sowie einen Link zu Herunterladen des Schlüssels für die Testversion. Die Erstellung einer virtuellen Maschine mit Startwind SAN-NAS unterscheidet sich nicht von der Erstellung einer virtuellen Maschine mit Ubuntu. Weitere Informationen über die Erstellung einer virtuellen Maschine in VMware finden Sie in einem separaten Video auf unserem Kanal. Das Einzige, was zu beachten ist, sind die Netzwerkeinstellungen. Um die Maschine im Netzwerk zu sehen, wählen Sie die Verbindungsmethode Netzwerkbrücke. Nun wollen wir uns dem Installationsprozess widmen. Startwind, obwohl dieser Prozess keine Fragen aufwerfen sollte. Starten Sie die virtuelle Maschine. Zu Beginn des Bootvorgangs sehen Sie das Fernsehen mit der Lizenzvereinbarung. Um fortzufahren, bestätigen Sie Ihre Zustimmung. Danach öffnet sich das Installationsfenster. Stellen Sie sicher, dass Sie Startwind Appliance installieren wollen und drücken Sie Enter. Wählen Sie anschließend den Datenträger aus, auf dem das System installiert werden soll. Geben Sie Ja ein, um zu bestätigen, und drücken Sie die Eingabetaste. Dann beginnt der Installationsprozess. Wenn die Installation abgeschlossen ist, drücken Sie die Eingabetaste, um neu zu starten. Sobald die virtuelle Maschine hochgefahren ist, sehen Sie die Konsole zur Verwaltung der Appliance. Um den Speicher in Ihrem Netzwerk verfügbar zu machen, konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, ausschließlich IP-Adresse und Subnetz, entsprechend Ihrer Infrastruktur. Dies ermöglicht es den Geräten in Ihrem Netzwerk, eine Verbindung zum Speicher herzustellen, um Daten gemeinsam zu nutzen sowie den Speicher zu verwalten. Um die Konsole zu öffnen, drücken Sie die Eingabetaste und geben Sie den Standard-Login und das Passwort ein, Benutzer und Passwort RDS 123 RDS. Öffnen Sie als nächstes die Netzwerkeinstellungen, drücken Sie Enter zum Bearbeiten, geben Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske, das Standard Gateway, den Hostnamen und DNS ein und bestätigen Sie mit Enter. Wenn Sie nun die IP-Adresse im Browser aufrufen, gelangen Sie zur Startwind SAN-NAS Web-Oberfläche. Sobald Sie die Adresse aufgerufen haben, wird das Fenster des Startwind Erstinstallationsassistenten angezeigt. Im nächsten Schritt müssen Sie die Lizenzdatei herunterladen. Den Link dazu erhalten Sie zusammen mit dem Link zum Betriebssystem-Image.
lesen und akzeptieren Sie die Benutzerlizenzvereinbarung und Vorzufahren. Überprüfen oder ändern Sie die Netzwerkeinstellungen und klicken Sie auf Weiter. Anmerkung: Es wird empfohlen, dass Sie statische Netzwerkeinstellungen für die Konfiguration verwenden. Geben Sie den Hostnamen der virtuellen Maschine an und klicken Sie auf Weiter. Erstellen Sie ein Administratorkonto, Login, Passwort, Passwortbestätigung, Weiter. Überprüfen Sie die ausgewählten Parameter und klicken Sie auf Konfigurieren und mit der Konfiguration des Speichers zu beginnen. Warten Sie, bis der Entwicklungsassistent Start Windows 10 und NAS konfiguriert hat. Der Speicher ist nun konfiguriert und einsatzbereit. Klicken Sie auf Fertigstellen, um das Startwirt Center Plugin zu installieren, oder deaktivieren Sie das Kontrollkätzchen, um diesen Schritt zu überspringen und zur Anmeldeseite zu gelangen. Geben Sie das Login und das Passwort für den neuen Benutzer ein. Hier können Sie nun einen Pool, einen Volumen und so weiter erstellen. Da wir uns als nächstes mit der Wiederherstellung von Daten aus einem RAID befassen werden, wollen wir uns den Prozess der Erstellung eines RAID in diesem Betriebssystem ansehen. RAID wird auf der Grundlage der NVMe-Technologie erstellt. Um ein RAID auf Disk zu erstellen, öffnen Sie Steuerungspools. Hier klicken Sie auf die Schaltfläche Neuen Pool erstellen. Markieren Sie dann die Datenträger. Und wählen Sie die gewünschte Art der Pool-Erstellung. Empfohlen wird automatisch oder manuell. Bei manueller Erstellung können Sie den RAID-Level und das Dateisystem auswählen. Standardmäßig XFS. Nachdem Sie die Parameter festgelegt haben, klicken Sie auf Erstellen. Wenn der Aufbau abgeschlossen ist, wird er in diesem Fenster angezeigt. Als nächstes können Sie ein Volumen erstellen. Öffnen Sie den Abschnitt Volumen, klicken Sie hier auf Neues Volumen erstellen. Geben Sie den Pool an, auf dem das neue Volumen erstellt werden soll. Geben Sie ihm einen Namen und ein Volumen. Im nächsten Schritt wählen Sie die Einstellung für das Dateisystem, überprüfen die Parameter und klicken auf Erstellen. Nachdem das Volumen erstellt wurde, können Sie einen Netzwerkordner erstellen und den Zugriff darauf konfigurieren. Öffnen Sie die Speicherverwaltungskonsole. Konfigurieren Sie SMB. Erstellen Sie einen öffentlichen Ordner. Markieren Sie hier das Kontrollkätzchen für das gewünschte Volumen. Und legen Sie den Ordnernamen fest. Bestätigen Sie mit Ja und Enter. Dann müssen Sie das SMB-Passwort ändern. Andernfalls wird der Ordner nicht im Netzwerk angezeigt. Öffnen Sie den Explorer Netzwerk und hier ist unser Ordner. Betrachten wir nun die Datenwiederherstellung. Wenn Sie Daten von einem zerstörten RAID des Stand SanNAS Betriebssystem oder einer Systemdiskette wiederherstellen müssen, verwenden Sie Hetman Recovery. Wenn Sie Daten von einem Systemdatenträger wiederherstellen müssen, können Sie Hetman Partition Recovery verwenden. Wenn es sich um ein RAID handelt, installieren Sie Hetman RAID Recovery. Das Programm unterstützt die meisten gängigen Dateisysteme, RAID-Typen und Build-Systeme verschiedener NAS-Geräten, Ersteller, einschließlich Startwind. Da wir auf einer virtuellen Maschine basieren, unterstützt das Programm auch die Wiederherstellung von virtuellen Datenträgerdateien von verschiedenen Hypervisoren. Installieren und starten Sie Hetman RAID Recovery. Um verlorene Dateien von Festplatten virtuellen Maschinen wiederherzustellen, müssen diese zunächst in das Programm eingebunden werden. Klicken Sie dazu auf Tools. Mount Disk, wählen Sie dann den Typ des virtuellen Laufwerks und dann geben Sie den Hypervisor an, geben Sie den Pfad zu den Dateien der virtuellen Festplatte an, OK und Next.
Danach werden die Laufwerke im Programmfenster angezeigt und Sie sehen Ihr RAID. Die Software baut automatisch ein RAID-Array aus den Laufwerken auf, Sie müssen es nur noch scannen. Das Systemlaufwerk wird im Programm wie folgt angezeigt. Aufgrund der Besonderheiten des Dateisystems und des Komforts wird sie entfernt und als separates Gerät angezeigt. Wenn Sie Daten von ihm wiederherstellen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie dann den Analyse-Typ und beginnen Sie mit dem Scannen des Laufwerks. Der RAID-Array wird im oberen Bereich angezeigt. Um nach verlorenen Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Array und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse aus. Es wird empfohlen, zunächst einen Schnellscan durchzuführen, da dies weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wenn das Programm die benötigten Dateien nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch, kehren Sie dazu zum Hauptfenster des Programms zurück, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld und wählen Sie erneut Analysieren, vollständige Analyse. Geben Sie das Dateisystem an, Sie können zunächst das Kontrollkästchen Suche nach Inhalt deaktivieren, um den Analyseprozess etwas zu beschleunigen. Für komplexere Situationen führen Sie eine vollständige Analyse mit inhaltsbasierter Dateisuche durch. Wenn Sie fertig sind, öffnen Sie den Ordner, in dem die zurückgegebenen Dateien gespeichert wurden. Das Programm behält die ursprünglichen Dateinamen und die Ordnerstruktur bei, sodass der Wiederherstellungsprozess so intuitiv und bequem wie möglich ist. Außerdem bietet das Programm vor der Wiederherstellung eine Vorschau des Dateinhalts, sodass Sie sich vergewissern können, dass Sie genau die richtigen Daten wiederherstellen. Der Inhalt der einzelnen Dateien wird im Vorschaufenster angezeigt. Zuvor gelöschte Dateien sind entsprechend markiert. Markieren Sie alles, was Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie einen Speicherort für die Daten an einen Datenträger oder einen Ordner und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Nach der Fertigstellung liegen alle Dateien im angegebenen Verzeichnis. So, wir haben den Prozess der erfolgreichen Datenwiederherstellung von Stern-Wind-San NAS virtuell NAS überprüft. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass vorbeugende Wartung und regelmäßige Backups Ihrer Daten das Risiko eines Datenverlusts erheblich reduzieren können. Überwachen Sie außerdem den Zustand Ihres Hardware, um unerwartete Ausfälle und Speicherprobleme zu vermeiden. Durch diese Maßnahmen können Sie die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Speichersystems gewährleisten. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.